Na, siehe da, hättet ihr das erwartet? Wahrscheinlich nicht. Willkommen zu Let's Play Terraria. Muhahaha. Ja, das hatte ich nicht mal geplant. Das ist ziemlich spontan. Ich werde einfach immer zwischendurch mal ein wenig Terraria zocken und es dann hochladen. Jo. Ich würde sagen, starten wir einfach mal in einer neuen Welt mit neuen Charaktern und zocken uns durch, denn Terraria hat ja jetzt offiziell ein Ende, weil nicht mehr weiterentwickelt wird, nur noch per Mods, aber die hatte ich nicht geplant zu zeigen. Ich werde so weit zocken, voraussichtlich, wie das Spiel so geht. Dingens. Frisur, ja. Was nehmen wir denn da? Ah, Character Creation, jetzt dauert's wieder. Nehme ich einfach mal die hier. Und die Haarfarbe etwas dunkler. In Richtung Schwarz. Moment. Nein! Dieser Bug, dass man die Farbe nicht weiter runter machen kann, aus irgendwelchen Gründen. So, jetzt sieht es grünlich aus. Dann mache ich ein wenig mehr hiervon. Dann geht es mehr in Richtung Grau, dunkelgrau. Verdammt. Dann mache ich mal alle auf 30, wenn es geht. Nein, geht nicht. Ich verstehe nicht, warum ich das nicht weiter runter machen kann. Warum das nicht von 0 bis 100 geht. Aber ich kann es nicht weiter runter regeln. Dann mache ich mal alle auf den gleichen Wert, damit ich keinen Farbstich in meiner Frisur habe. 40, 40. Mein Gott, egal, lasse ich so. Ein bisschen blau, dunkelblau. Yeah. Augenfarbe, natürlich rot. Ja, dämonisch. Böse. Ah, oh, die Frisur ist doch scheiße. Nehme ich dann mal. Oh yeah, mit Bart. Ein Afro. Yeah, Afro. Indeed. Und Hautfarbe. Mache ich mich zum Zombie? Ein wenig grau. Geht nicht. Geht wohl, aber ist mir jetzt zu kompliziert. Ich lasse das einfach irgendwie. Oder? Nee, Quatsch, weiß es ja nach rechts. Das ist auch komisch, dass das über 200 geht. Ich hätte gedacht, das wäre ein Prozent. Oh mein Gott, jetzt bin ich scheiße. Ja, jetzt sehe ich aus wie ein Afro-Zombie. Gut, dann mal die Klamotten färben. Das T-Shirt. Das mache ich schwarz. So Smoking-mäßig. Na, jetzt geht das wieder nicht runter. Oh, es dauert immer. So, ja. Gut. Jetzt alles auf 60 und dann passt das. So. Und das T-Shirt mache ich weiß, das Unterhemd. Ist das jetzt über. Nee, das ist ja falsch. Da geht es in Richtung schwarz. Ich muss ja nach oben. Mit allem. So. Nach oben geht's gut. Die Hose, welche Farbe? Blau wahrscheinlich. Blue Jeans. Yeah. So, ah, perfekt die Farbe. Und die Schuhe bleiben braun, ja. So, was gibt's dann hier noch? Closes hatte ich. Create, Random, nein. Softcore, Hardcore. Ah, Mediumcore gibt's auch. Ah. Oh mein Gott. Nein, ich mach Softcore. Und jetzt eine Welt. Scheiße, habe ich die jetzt gelöscht? Oh mein Gott, okay, ich mache hier mal kurz einen Schnitt, mache den wie gerade und dann sehen wir uns wieder. Ich hasse dieses Character Creation Menü. So, geschafft. Meine Fresse. Oh, falsch. Da ist er. So, dann starten wir mal in eine neue Welt. Eine, wie groß sollen wir sie machen? Small. Machen wir sie small.
Und sie heißt, Scheiße. Wie nenne ich sie? Oh mein Gott, hätte ich mir da mal vorher drüber Gedanken gemacht. So, fertig. Ja, platziere Steine. Creating Underworld. Ja. So. Und dann starten wir in Terra 2. Hört sich irgendwie professionell an. Und da stehen wir neben Tenna, dem Guide. Ah, ich muss ja noch erklären, fällt mir gerade ein. Oh, ich habe gar nichts, oh mein Gott. Ja, das hier ist der Guide. Und der Guide guidet einen. Also, erklärt einen, wofür, was ist. Gibt einen Tipps, wenn man hier auf Help... ich lese mal vor. Was sagt er? Ich übersetze mal. Hallo, ich bin hier, um dir Hinweise zu geben, was als nächstes zu tun ist. Es ist empfohlen, mit ihm zu labern, immer wenn man feststeckt. Toll. Das tue ich aber natürlich nicht, weil ich ja alles weiß. Naja. Jedenfalls, wenn man hier drauf drückt, dann gibt er einen verschiedene Tipps, aber das werde ich selbst erklären hier. Und hier Crafting, da kann man Sachen reinziehen in das Feld, das jetzt nicht, aber andere Sachen, wenn man Einzelteile hat. Es geht nämlich, falls das jemand nicht weiß, bei Terraria ums Bauen und ähnlich wie Minecraft in 2D. Aber Minecraft habe ich noch nie gezockt. Und ich werde auch, glaube ich, nicht damit anfangen, weil bald sowieso Guild Wars kommt, dann habe ich keine Zeit mehr. So, gut. Guide, lass mich in Ruhe. Ich muss jetzt Bäume fällen. Apropos, ich kann daraus ja auch jederzeit ein Let's Play Together machen. Ich werde es nicht so nennen, aber es wird möglich sein, dass irgendjemand mal dazu stößt. Möglich. Aber ich habe noch nichts geplant dergleichen oder so. Man, ich weiß ja, wie zuverlässig jene sind, die immer sagen, oh ja, ich mach mit und bla bla und dann, oh, ich habe doch keinen Bock und dann ist das eben so. Naja. Ah, und da stoßen wir, oder besser gesagt, unser Guide stößt auf die ersten Gegner, die grünen Schleimblups. Aber die haben keine Chance gegen unseren Zombie, Afro-Zombie mit der Afro-Power. Ja, das war eine Anspielung auf One Piece und genau deswegen habe ich mir den Charakter auch gemacht. Natürlich ist es nicht selbstverständlich, dass man das kennt, aber wer es kennt, der weiß, was ich meine. Naja. Ja, ich fälle hier natürlich jetzt Bäume und wofür, das wird eine Überraschung sein. Für all jene, die sich das nicht vorstellen können, was ich mir nicht vorstellen kann, dass sich das jemand nicht vorstellen kann. Aha, so. Ui, ui. Ah, Terraria. Es ist so lol. Ach ja. Aber irgendwie bin ich andere Standards gewöhnt. Ich werde nicht spoilern, aber ich sage nur so viel, dass ich normalerweise sehr viel besser ausgerüstet wäre. Und mir hier einige Sachen fehlen, finde ich. So, ach, Bäume, dafür braucht man natürlich seine Axt. Seine Agile Copper Axe. Und, aber um, warum ist die schon blau? Blau ist von höherer Qualität. Keine Ahnung. Und hier die Heavy Copper Pickaxe. Damit kann man dann Steine entfernen, also Blöcke. Steinblöcke. In dem Sinne. Hier. Und hier Dreckblöcke. Und das hier ist auch schon ein ganz guter Grund und Boden für das, was ich nun lollig erschaffen werde. So. Ja, gib mir Holz. Ich muss das nämlich noch wegmachen. Man kann nämlich die Blöcke nicht entfernen, wenn da ein Baum draufsteht. Stirb! Ah, ich habe ja mein Schwert noch, mein Koppers Short Sword. Oh ja. So. So, jetzt habe ich genug Holz. Und ich fange an. Ja. Genau. Gut, vielleicht ein wenig unsinnig. Und was ich für ein Geheimnis daraus gemacht habe, was ich hier mit dem Holz machen könnte.
weil ich habe ja schon gesagt, es ist ein, ich baue mal etwas ausgiebiger nach oben, umzingelt von Bäumen hier. Kann ich es nicht weiter nach rechts bauen? Vielleicht baue ich daraus dann noch nach oben weiter. Was? Oh mein Gott, oh, ich habe ja gar kein Equip. Da kann ich ja gar nicht so einfach so von oben runterspringen. So. Gut. Das hätten wir. Jetzt werde ich erstmal das Holz zusammenlegen. So. Und dann mir eine Workbench bauen. Hier. Can be placed. Used for basic crafting. Genau, für grundlegendes Handwerk. Dann baue ich mir erstmal zwei Türen. Denn ohne Türen ist das hier ein wenig problematisch reinzukommen. Das haben Türen so an sich, dass sie einem dabei helfen, in Räume einzutreten, ohne die Wände einzureißen, so wie ich es hier tue. So. Hui! Und jetzt mache ich mir natürlich noch Wände. Und die Wände haben auch einen Sinn. Nicht nur, dass so ein Haus ohne Wände doof aussieht. Auch wenn ich hier eine tolle Aussicht habe auf die Berge im Hintergrund. Sie sorgen dafür, dass innerhalb des Hauses keine Gegner spawnen. Ja. Das Häschen da ist kein Gegner. Der Mr. Guide, der hat sowieso keinen Plan. Ja, und ich lasse mal hier ein Fenster. Das darf man schon, sich ein Fenster offen lassen. Weil das macht nicht. Da ist die Spawnrate innerhalb des Hauses so auf so gut wie ein. Oder ich mache noch keine Fenster rein, nein. Fenster sind doof. Ich habe nämlich noch kein Werkzeug, um die Wände abzubauen. Dafür braucht man nämlich einen Hammer. Oh, jetzt habe ich keine Holzwände mehr. Wood Walls. So. Hui. Ach, Terraria ist ja so lol. Ja, ja. Ach ja, habe ich gerade was gesagt davon? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Nee, habe ich nicht gesagt. Ich wollte es sagen. Ich habe dran gedacht, es zu sagen, aber habe es dann doch gelassen. Ich werde. Ja, ich werde. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon sagen soll und hier und so. Nee, ich lasse es. Ich werde es. Oder? Nein, ich lasse es erstmal noch. Aber ich werde es trotzdem tun. Ihr wisst nicht was, aber ich werde es tun. So, ja, für da oben baue ich mir jetzt erstmal ein paar, ja, hier, Wood Platforms. Ja, immer her damit. Dann kann ich die so mitten ins Haus bauen und damit kann man dann was machen, was Lolles. Und zwar da hochspringen und auch wieder runter. Man sieht, ich kann, wenn ich nach unten drücke, nach unten und nach oben. Also nach oben durchspringen natürlich. Nur. So. Und jetzt kann ich hier weiterbauen. Sozusagen meine Leiter. Später gibt es andere Möglichkeiten, um effektiver so an oberen Stellen zu bauen. Aber da werde ich noch nichts spoilern. Das werde ich zeigen, wenn ich es habe. Oder so. Was heißt spoilern? Ich denke mal, jeder, der sich für sowas wie Terraria interessiert, hat sowieso schon mal gespielt oder so. Und wer, wenn es nicht interessiert, dem ist das auch egal, was man hier so machen kann. Aber egal, ich zock's einfach mal. Hui! Ich hab Bock drauf. Fertig. Ah, jetzt muss ich meine Wooden Platforms hier mal ein bisschen versetzen. So. Ah, es ist so anstrengend, so eine Hauswand zu bauen. Wenigstens geht das jetzt schneller. In den Anfängen von Terraria, da hat das noch circa eine halbe Stunde gedauert. Ne, das Hinsetzen nicht, das Abreißen mit dem Hammer. Aber dann haben sie die Geschwindigkeit erhöht irgendwann mal. Aber es ist schon wieder fortgeschrittenes Zeugs von den Anfangszeiten von Terraria. Die hätte ich ja eigentlich auch mal gedingenst aufgenommen, aber zu der Zeit habe ich ja noch gar nicht Let's Played, also. Da habe ich Terraria nur so gezockt. Just for fun und so. Ich meine, tue ich jetzt auch, aber ich nehme dabei auf.
ist der Unterschied. Ach ja, es wird dunkel und zum Glück sind wir an... Oh nein, ich habe über die Kante gebaut. Das sieht einfach nur doof aus. Aber hat keine Nachteile. Oh Mann, gleich kann ich die ganzen Planken hier abreißen wieder. Oh nein, was habe ich da hingesetzt? Ein Stück Holz. So, Wood. Ich will ja Wand hinbauen. Oh, jetzt habe ich keine Wand mehr. Oh, jetzt wird es hier dunkel drin. Ich mache mal ein paar Fackeln. Dafür braucht man dieses Zeugs hier. Gel. Das droppen die Schleimviecher da. Und die erhellen natürlich die Bude. Die auch dunkler wird, weil man die Wände ja zubaut und sonst vorher Licht von... Ach, ich brauche ja noch Wände. Rückwände. So. Das dürfte reichen für den Rest, hoffe ich. Ansonsten muss ich zweifeln an mir und meiner Schätzkünste. So. Hui! Ach. So. Ah, nein, ich... Oh, so. Jetzt noch ein bisschen länger bauen, dann komme ich auch hier überall dran. Ey, jetzt sieht das fast aus wie Burgzinn da oben. Ist noch eine Wooden Plattform nach hier. Oh nein, scheiße. So. Ach, einfach durchziehen. Fertig. Dann habe ich es auch gleich geschafft hier mit der Bude. Mein Eigenheim. Wenn das mal in echt so leicht wäre, ein Haus zu bauen. Ja, ja. Oh mein Gott, jetzt ist es richtig dunkel. Jetzt muss ich erstmal die ganzen Dinger hier abreißen. Ich hoffe, es geht mit einer Axt. Scheiße, dafür brauche ich einen Hammer. Oh, jetzt habe ich nicht geplant. Das habe ich jetzt vergessen. Weil ich, aber ich kann mir ja einen Hammer machen. Moment. Ah, da ist er schon. Ein Holzhammer. Genau. So, jetzt habe ich auch kein Problem mehr. Jetzt kann ich das alles abreißen. Da. So, und da sieht man, kann ich die Wooden Platforms abbauen. Weil sonst versperren die mir ja die ganze Bude. Denn was da durchbauen kann man nicht. Ich meine, ich musste sowieso mehrere Etagen hinbauen, aber... Nicht so. Das ist ja wirsch kreuz und quer zum... Um die Wände gebaut zu haben, habe ich das ja da hingebaut. Bauen zu können, meine ich. Oh nein, ich dachte schon, ich muss mir jetzt Plattforms machen. Ich sollte von oben nach unten abbauen. Ist ein bisschen schlauer. Und von... So, dass ich alles untere noch erreichen kann. Und mit dem Hammer kann man auch hier das hier abbauen. Ah, ich komme nicht dran, oder? Doch. Alles, was im Hintergrund ist, sozusagen. Und das ist ja hier, die Teile sind ja sozusagen im Hintergrund, weil man durchrutschen kann. Beziehungsweise, die sind nicht undurchgänglich, sage ich mal. Oh nein, jetzt habe ich ein Loch in die Wand gemacht. Das passiert mir öfter bei solchen Arbeiten. Ach ja. Oh nein, nein, oh. Gut, ich komme noch dran. So. Jetzt da. Hier oben ist es mir ein bisschen zu dunkel. Hui. Schwing. So. Oh, ich komme nicht mehr dran. Oh. Verdammt. Oh, nein. Das wollte ich nicht. Hoffentlich komme ich da jetzt noch dran. Nein. Oh, knapp. Mein Gott, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass das am Anfang so lange dauert, nur ein schlichtes Haus zu bauen. Am Ende, da kann man in der zigfachen Zeit arbeiten, mit dem ganzen Werkzeug, was man dann hat. Und Material und Gegenstände und bla bla. So, jetzt muss ich ja noch das Loch in der Wand stopfen. Da. Ah, jetzt kann ich auch Fenster reinmachen, fällt mir gerade ein. Dann ist es hier ein bisschen heller am Tag. So, weil jetzt habe ich ja einen Hammer. Kann man hier modellieren. Vorher ist das ein bisschen schwierig. So, perfektes Fenster. Oh. So. Reicht das? Ja, das reicht. An Fenstern. So, dann baue ich mir jetzt hier nochmal ein bisschen anderes. Ach nee, ich wollte ja erstmal Etagen hinbauen. So. Erstmal eine Treppe hier irgendwo in die Ecke bauen. Da. Eine Leiter ins obere Stockwerk. Wo lasse ich es denn anfangen? Hier mal. Jo. Und eine Lichtquelle natürlich. So. Perfekt. Oh ja. Ach, wie lol.
Und jetzt noch hier ein paar Fenster einbauen wieder. Natürlich auf die gleiche Höhe wie die unteren. Oh, da habe ich ein wenig zu ausgiebig gehammert. So. Oh nein, zu tief. Egal. So. Und jetzt würde ich sagen, mal einrichten und alles. Was haben wir denn hier so zur Auswahl? Türen, Stühle, Schilder, Tische. Ja. Erstmal einen Tisch bauen. Nicht kaufen. Man stellt die ja selber her. Und oben mache ich dann den Sitzbereich, unten den Arbeitsbereich. Oh, scheiße. So. Bam. Stühle. Ah, genau. Nachts kommen die Zombies rausgekrochen und die Demon Eyes, das ganze Gesindel der Nacht sozusagen. Das hat nichts mit dem Vollmond zu tun. Das ist jede Nacht. Da kommen die Zombies. Und wenn man da kein Haus hat, ist man, oder einen Schutzbunker, den man sich eben mal kurz schnell baut, dann ist man ziemlich im Arsch. Was habe ich denn? So kann ich jetzt hier eigentlich, glaube ich, nichts mehr herstellen. Da muss ich erstmal los. Ich baue mir jetzt erstmal einen Keller. Nach draußen werde ich nicht gehen, das ist gefährlich um die Uhrzeit. Hier baue ich dann die Planken hin. So, und jetzt ab in den Keller. Da kann ich hier noch Stein farmen, das brauche ich nämlich auch, um weiter zu bauen zu können. Daraus kann ich mir nämlich noch mehr Zeugs bauen, was mich dann noch weiterbringt. Deswegen baue ich mir jetzt hier einen lolligen Keller, um hier erstmal Stein zu farmen. Stein ist sozusagen das erste nach Holz, also erst Holz, dann Stein und dann kommen metallische Erze. Von Kupfer über Eisen zu Silber bis hin zu Gold und noch ohne Ende danach. Aber das ist Zukunftsmusik. Davon wissen wir hier in der Gegenwart noch gar nichts. So. Unser Afro-Zombie. Gräbt sich lollig durch die Welt. Apropos durch die Welt graben, natürlich kann man sich hier bis sonst wohin graben. Ich habe ja eine kleine Welt gemacht. Das bedeutet einfach nur, dass die Ausmaße nicht so groß sind. Bis zum rechten Ende. Ja, die Welten haben ein Ende. Da bleibt die Kamera einfach stehen am rechten und linken Ende. Je, die kommt ja hier so immer mit, die Kamera. Dann bleibt sie einfach stehen. Und nach unten das gleiche. Nach unten ist ein Ende und nach oben auch. Also, so in die Hand. Und hier mache ich hier den Hintergrund weg und werde es mit Holz... Oder nee, den Keller mache ich aus Stein. Wer hat denn schon einen Holzkeller? Oh mein Gott, es ist dunkel hier. Need Licht. So. Das werde ich alles noch ein wenig hübscher machen hinterher, aber jetzt erstmal nicht. Ha, wie lange das dauert mit dem Hammer. Wie die Viecher da oben enragen, ey. Ich geh gleich raus und box die, das mach ich jetzt auch, ey. Ha, Schwert und... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Sterbt, Unholde! Oh mein Gott, ey. Fresst Kupfer, tu nicht Gute! Gute, tu nicht Güter. Was sage ich, die Mehrzahl von tu nicht gut? Es gibt keine Mehrzahl von gut. Und es endet auf gut. Naja. Obwohl, gibt doch eine Mehrzahl von Güter. Gut. Nämlich, das Gut, die Güter. Also wird das wirklich... Tu nicht Güter. Aber es ist... Das Gut ist das Nomen und gut ist, in dem Sinne ist ein Verb. Meine Fresse! Ist doch scheißegal. Oh yeah. Oh nein, ich habe die Fackeln abgebaut. Oh, das ist die Axt. Ich wundere mich. Oh, es dauert so lange. Ich mache hier unten nämlich einen Steinkeller.
Ich habe nicht viel Stein, ich weiß. Ich habe nur 31 Blöcke. Aber damit muss ich dann erstmal auskommen. Ich muss dann eben noch mehr Steinbohlen gehen. Mein Gott. Streng dich ein wenig an, Hammer. So schwer ist das nicht, das ist nur Erde. Oh, so. Geht schon langsam klar. Jetzt noch die unterste Schicht. Dann ist mein erster Kellerraum besiegelt. Dann werde ich hier erstmal mit Stein ein wenig anfangen. Dann muss ich aber, wenn es Tag ist, noch erstmal ein wenig farmen gehen. So, erstmal Wände hier hinbauen. Den Keller, den Vorraum des Kellers. Oh, da passe ich aber auch gerade so rein. Das Männchen ist nämlich 3 Blocks groß. Und 3 Blocks habe ich hier auch nur. Oh scheiße, jetzt habe ich schon keinen Stein mehr. Soll ich den das unter den Füßen weghauen? Ich töte die mal. Die nerven. So, einmal hier, einmal da. Dann habe ich sie auch unten schön lollig, warm und hell. Und jetzt... Oh! Sterbt! Fresst meinen kalten Stahl! Oh mein Gott. Wie ich sie einfach nur piekse und... oh mein Gott, die machen 20 und ich 2 bis 1 bis 4 Damage. Aber da bräuchte ich ein besseres Schwert, verdammt. Die Schwerter schlagen auch unterschiedlich zu. Dieses Kupferschwert hier, das sticht so nach vorne. Die anderen Schwerter, die etwas besseren, die schlagen von oben nach unten. Was natürlich besser ist, da die Reichweite größer ist, als so hier. Nur nach vorne zu schlagen. Oh mein Gott. Ja, oh, ich sterbe. Oh. So, okay, ich bleibe jetzt hier drin. Aber glücklicherweise ist der Part gleich zu Ende. Da braucht man dann... Oh, oh mein Gott. Ich traue mich nicht. Ich will hier nicht raus, aber ich kann auch nichts machen. Ich könnte mich nur nach unten durchgraben. Mir gehen ja auch die Materialien aus. Hier drin habe ich jetzt gar nichts mehr, nein. Ah, ich habe hier noch 8 Fackeln. Dann, ich glaube, ich baue den Boden wieder ab und mache den Raum ja eh noch tiefer. So. Ah, perfekt. So, und jetzt baue ich hier noch weiter den Boden ab und den Hintergrund. Vielleicht mache ich das auch offscreen, den Rest hier. Also den Raum vergrößern, weil ich brauche ja nicht jede Sekunde zeigen, wie ich hier dumm im Boden rumacker. Da fällt auch mir langsam nichts mehr zu labern zu ein. Dann muss ich weiter auch so von Gott und der Welt labern, aber darum geht's ja hier nicht. Oh mein Gott, da wird der dieser verfickte Guide! Was für ein verdammter Spasti, ey, wieso lässt der... Oh mein Gott, ich muss meine Axt rausholen. Oh mein Gott, ey. Ja, lass alle Türen offen, mein Gott! Zum Glück habe ich meine HP wieder regeneriert, ey. Ich hasse den Guide, ey, der soll sterben. Wieso stirbt er nicht endlich? Wow, die Axt macht ja kaum weniger Schaden als das scheiß Schwert und hat noch mehr Reichweite, beziehungsweise einen größeren Radius. Ah, es wird Tag, das heißt, die untoten Unholde verschwinden. Oh, stirb doch. So, und jetzt komme ich da natürlich nicht mehr hoch, nein. Jetzt muss ich hier eine wooden Plattform hinbauen, so. Ah, oh, ich komme trotzdem nicht hin. Oh, da muss ich hier einen Dreckblock hinbauen. Irgendwo. So. Oh mein Gott. Dieses schäbige Provisorium. Ah, das Viech da oben soll verschwinden, ey. Ja! Was ein Kampf, ey. Ah, da geht er down, da geht das Auge down. So. Aber jetzt mache ich hier einen Schnitt und im nächsten Teil geht's weiter in Terra 2, genau so heißt es, in der lolligen Welt von Terraria. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.